Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von How to Survive 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Peter Moss und ich bin hier beim Doskias mit am Start. Hallo. Guten Tag. Hey. Guten Abend. Guten Abend. Doskias, mein Name. Ich dachte, du könntest aber mal einen Höhlentrollen mitmachen. Ja, was ich jetzt vergessen habe noch, was ich mir gerade craften wollte. Achso, ja genau, wir haben ja keinen Stoff. Was echt blöd ist gerade. Und zum Thema Truhe nochmal. Ein Grund, warum unsere Truhe leer ist, gehen wir davon aus, unsere Truhe ist mittlerweile auch wieder Stufe 1. Also irgendwas ist da mit einem Patch wahrscheinlich schiefgegangen und deswegen hat es die Truhe irgendwie auf Stufe 1, als hätten wir sie neu hingesetzt quasi. Genau. Tolle Wurst. Naja gut, es ist halt jetzt so. Es ist bei Early Access Titeln so. Der liebe Doskas ist jetzt auch auf Pfeil und Bogen umgegangen. Wir sind jetzt Ende der letzten Folge, haben ja noch ein bisschen was zu essen gemacht. In der Aufnahmepause jetzt, wie ihr seht, hier Durst, Hunger, ne? Schön. Ja, und ich bin eigentlich startklar. Genau, wir sind startklar. Und wo wollen wir denn hingehen? Wollen wir zu dem verrückten Voodoo-Mann gehen? Wollen wir hoch zu den zwei Brüdern gehen? Also ich wäre ja echt für Korvac. Dass wir da echt weiterkommen. Bin ja heiß drauf. Die Frage war halt nur, ob wir erst noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, dass wir unsere anderen Dinger hier erst noch skillen können. Also ich bin ja jetzt fertig mit meinem Essens- und Durstgedöns. Ja. Also die hätte ich. Ja, gut, das habe ich auch. Gut, klar, natürlich die Fähigkeiten jetzt, was weiß ich, Nahkampfwaffen habe ich eh nicht geskillt, weil ich die ganze Zeit im Fernkampf bin. Was mir halt noch fehlen würde, wäre, jetzt dadurch, dass ich auf den Bogen gegangen bin, den Bogenschussexperten müsste ich jetzt halt noch skillen. Der fehlt mir. Das könnte ich mal noch skillen, damit ich schneller sprinten kann. Ich bin mir auch sicher, dass ich mal Karabiner habe ich auch nochmal geskillt. Ich? Ja, bestimmt. Ja, weil ich hier nichts mehr drin habe, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Naja. Oh Gott, sorry Leute. Wo ist er hin? Da ist er. Ja, dann machen wir Korvac. Also ich hatte halt nur Überlegung, ob wir erst noch mal eine andere Mission machen, dass wir erst wieder Stoff kriegen, damit wir uns auch wieder heilen können, weißt du? Oder wir sammeln mal hier so ein paar Zombies ab. Ich sag mal so, durch die Korvac-Mission erhöhen wir ja nicht unsere Camp-Stufe. Die erhöhen wir ja erst dann, wenn wir auch Erfahrung nutzen. Von dem her. Genau. So. Muss jetzt mal gucken, wie ich mit dem Bogen klarkomme. Ich hab hier unten gerade was gesehen. Hier, irgendwas. Mhm. Ein Flechtseil. Oh, Vorsicht, unten. Was ist für dieses Imba-Viech? Mhm. Ja gut, so Imba ist es gerade nicht, wie ich festgestellt habe, weil du es auch mit Pfeil und Bogen jetzt die Dinger wegballern kannst. Jetzt wird's aggro. Jawohl! Was hat's? Nicht. Nix! Ich kann nicht mal. Oh komm, also eigentlich hätten wir ja noch nichts. Doch, warte mal, ich hab gerade Schildkrötenpanzersplitter habe ich eingesammelt. Oh, der lag hier sehr hinten. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ausgezeichnet. 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 So. Haben die Lurche hier nicht mal irgendwie so ein bisschen Stoff dabei oder so? Ja, irgendwie. Ah, da. Oh, ja, da haben wir mal ein bisschen Stoff. Unten ist noch ein dicker. So. Haben wir den auch schon alle? Also eigentlich könnten wir auch ein bisschen hier wieder Karte aufdecken. Vielleicht geht es auch irgendwo am Rand noch ein Stück weiter. Mit neuen Sachen. Ich habe jetzt erstmal nur so ein bisschen Dings, dass ich jetzt mal Verbände craften kann. Ja. So. Jetzt habe ich zumindest mal wieder zwei. Das ist sehr gut. Aber du wolltest ja zu Korvac gehen. Ja. Ich habe jetzt noch zwei Verbände und ich nehme an, da wird jetzt irgendeine Zombie-Mission kommen. Da werden wir ja unterwegs bestimmt noch ein paar kriegen. Gut, ich habe jetzt auch noch einen Verband und ich glaube, ich kann mir auch noch mal einen machen eben. Ja, okay. Einen konnte ich mir noch machen. Na gut. Also habe ich jetzt auch zwei quasi. Bin schon mal unten im Bunker. Ja. Bin schneller da, wie du glaubst. Gut, die Frage ist, Korvacs Mission, waren die nicht hier drüben? Die Herausforderung? Hä? Aluminiumdosen? Nee. Oh, eine Wasserflasche. Meinst? Die haben wir die ganze Zeit vergessen, hier hinten zu looten. Wieso? Hier sind doch die Missionen. Ja, gut. Dann sprechen wir dann. Hey, Survivor! I wanted to ask you something. Do you ever get the feeling you're being watched when you're out on the surface? No? Just forget it then. Ah ja.
Dann vergiss es. Gut, dann machen wir mal The Panic Room. Oh, das klingt lustig. Das klingt allerdings lustig. At this point in time, we have to acknowledge the truth, Survivor. New Kovac City has not enjoyed the blistering growth that I expected. Our voice must be louder and reach farther. And I think I know how to do that. A few days ago, while in town, I spotted a building with tightly secured access. The occupants seem to have stocked it thoroughly. With lots of resources that we may need. The problem is that the idiot fell off his balcony while shooting infected in the street. Oh man. And the same infected then offered him a very warm welcome. You, therefore, have to locate the poor guy and search through his pockets to find a way to enter the building. Gut. Ja. Da kriegen wir auch ein bisschen Kupferdraht. Das gefällt ja. Mir. Einiges an Erfahrungspunkte, Queststufe 10, jawohl. Und würde ich sagen, Attacke. Attacke. Ich habe eine Errungenschaft bekommen, Scharfschütze. Yay! Einfach so, Schweinerei. Ja, was auch immer. Hat er mal, gar nicht verdient. Ich guck gerade mal, was es ist. Töte 500 Infizierte mit einem kritischen Treffer. Ja, okay. Jawohl. So läuft das hier. Tolles Wetter hier. Mhm. Ja, ich muss schon sagen, der Bogen ist schon ziemlich gut. Gell? Bogen läuft. Ja, der visiert auch relativ zügig an, dauert nicht so lange wie beim Gewehr und macht auch deutlich extrem guten Schaden. Was ist hier da mit dem Auto? Warum blinkt das? Los knacken. Echt? Oh, vielleicht ein Motor. Oh, oh. Oh, einen großen Verbrennungsmotor. Ja, jetzt kommen sie wahrscheinlich von allen Seiten. Aber interessant, ein großer Verbrennungsmotor. Ich bin mal gespannt, für was wir den brauchen. Mhm. Kann man die auch irgendwie ausschalten hier? Nee. Dem scheint nicht so. Oh, Dicker. Ein Rentner-Dicker. Ein toter Dicker. Das ist gut. Ah, Hunde. Nee. Drecksviecher. Ah, jetzt ist er aus. Ja, was war das denn? Hm. Hast du es gesehen? Ja, was hast du mit dem gerade gemacht? Ich weiß nicht, aber der konnte nicht mehr aufstehen. Der ist gestolpert irgendwie. Ich kann es dir nicht erklären, wenn ich ehrlich bin. Oh. Die hässlichen Hunde. Oder oben gab es gerade noch was. Im Übrigen, das den komischen Motor da, Alter, da müssen wir echt aufpassen jetzt. Der komische Motor? Den brauchen wir für da oben. Finde kleinen Elektromotor, ne? Ja, aber ich habe ja schon einen Motor gefunden. Das war nämlich ein anderer Motor. Okay. Ich habe quasi, wenn ich guck, habe ich einen großen Verbrennungsmotor eingesammelt. Ah, ohne Werkzeug das Ding nicht zu knacken. Sicherheitsschlüssel 4. Also das ist dieser komische Bunker, wo wir wohl rein müssen. Ach so, okay, ja. So. Ja, da muss der doch hier irgendwo eigentlich rumliegen, weil wenn der von da oben runterfliegt, kann er nicht weit landen. Außer die Zombies haben ihn weggetragen. Ich gehe mal davon aus. Gut, dann laufe ich hier mal weiter. Ich bin übrigens jetzt schon fast mit Gewicht voll wegen dem scheiß Motor, der wiegt 50. hat's in sich, ja. So. Oh, ich habe eine Blechplatte gefunden. Da drüben ist noch ein Reifen. Ziegel, wir brauchen ganz dringend Ziegel. Lex Hund. Warte, da komme ich so nicht durch. Ein Ziegel habe ich einen gefunden hier unten. Also nee, okay. Pflasterstein. Pflasterstein war es. Ja, ich glaube, das ist doch das, was ich meine. Oh, da war ein Zombie. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger aussehen. Figur, Stahlschraube. Gut, dann gehe ich mal hier in die Hütte. Was ist mal da? Ein paar Nägel. Oh, eine Limo-Dose. Mhm. Naja. Besseres. So, aber auch schlechteres. Hier geht's quasi rüber. Ich weiß nicht, wo du da gerade lang rennst. Dann gehe ich mal hier lang. Ich bin am Arsch der Welt.
Ja, ich auch, bin auf einer ganz anderen Seite. Alter, hier ist so ein fetter Pelikan, Mann. Kein Schraubendreher? Ich hab doch, hä? Seit wann hab ich denn... Ey, vorhin hatte ich doch einen Schraubendreher. Jetzt ist der weg. Kann es sein, dass du... Doch nicht in die Kiste rein. Warum denn? Das macht gar keinen Sinn. Die fallen über die komischen Dinger da, die dicken. Über den Gehweg. Also ist jetzt gerade meine Vermutung. Okay. Sagen wir es mal so. Das können wir ja nochmal testen. So. Jetzt so wieder über den Gehweg. Nee, diesmal nicht. Oh, ein O-Saft. Oh, gut. Da war noch was. Da war noch was. Ein Kupfersteigbügel. Oh, das ist, glaube ich, gut für Waffen. Für die Waffenproduktion. Ah, da war ja noch ein Zombie direkt neben mir. Ich habe gerade auf den Hund gezählt. Schlecht. Aha. Sauber. Es ist so cool, wenn die in einer Reihe stehen. Ja, eben, genau. So ging es mir auch gerade bei der Treppe. Oh, eine Bleiplatte. Warte mal. Was habe ich gesagt von? Blei. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich kann eine Tommy-Gun bauen, glaube ich. Ja? Wenn es die Bleiplatte ist, die ich brauche. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich bin jetzt erstmal froh, dass ich hier die leichten Verbände habe. Heppa. Wow. Ah, Kupfersteigbügel. Bleistücke. Du bist auch ganz schön am Arsch der Welt, hä? Etwas, ja. Guten Tag. Au. Wollte doch nur mal reingucken. Ich wollte doch nur mal gucken, was Sie da machen. Entschuldigen Sie bitte. Au. Guckt mich auch noch ein Pelikan von hinten an und jetzt habe ich gerade gleich ganz große Probleme. Okay. So, Holzbrett. Der Pelikan hier reinkommt, bin ich tot. Warum? Ah! Mal Fenster, kommt, genutzt das Fenster doch! Jetzt kommt aus dem Fenster nicht raus! Soll ich mal zu dir kommen? Ja, das wäre nicht schlecht. Au, 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 die ganze Bude ist grün. Okay, ich renne an den Zombie vorbei. Jawoll! Das ist Abenteuerniveau. Und verbrauche jetzt 2 Verbände. Boah. So, ich soll ja zu dir kommen. Ich hab ne zerbrochene Brille, okay. Ja, das Viech ist im Haus drin. Drecksding. Jetzt schieße ich's in den Arsch rein. Noch ein Dicker. Alter, wie viel Dicke hat's denn hier? Komm jetzt doch mal zu dir. Das ist ja echt krimineller bei dir. Hab's erwischt. Drecksvieh. So. Ich bin voll mit Inventar, dass es kracht. Okay. Also mehr geht nicht mehr bei mir. Ich bin jetzt schon übergewicht quasi eher. Ich muss mich jetzt erstmal zu dir kämpfen. Dass ich überhaupt da zu dir komme gerade. Jetzt habe ich Stoff ohne Ende. Aber keine Heilpflanzen. Aber ich hab alle Heilpflanzen habe ich in die Kiste gepackt. Das ist sehr schlecht. Hast du noch Heilpflanzen? Ja, ich habe noch Heilpflanzen. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier mit den ganzen Zombies klarkomme. Ah, da. Jawohl. So, warte. Ja. Also, ich mache mir jetzt erstmal meine Verbände noch und dann wolltest du Heilpflanzen. Mhm. Genau. Den lieben Herrn Doskias weitergeben. Ja, das bin ich übrigens. Das bin ich im Übrigen. Falls Sie mich noch nicht kennengelernt haben. So, was hast du gesagt? Da oben wäre noch viel zu looten, oder was? Nee, das ist alles gelootet jetzt. Achso. Aber ich bin halt jetzt voll, also. Ja, ich weiß nicht, wie viel man tragen kann, bevor man gar nicht mehr laufen kann, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt 104%. Ich weiß auch nicht, also was genau das ist. Ich bin erst bei 59, also. Okay. Ja, gut. Ich höre einen Hund, aber ich sehe ihn nicht. Warst du hier oben schon? Nein, ich habe mich ja gerade nur straight ahead zu dir durchgekämpft. Pelikan! Okay, Pelikan ist weg. Eklige Sabber hier. Ja, also ich persönlich würde ja sagen, dass wir da wahrscheinlich irgendwie so ins Hintergebäude irgendwie vielleicht mal müssen, dass wir da diesen Schlüssel finden. Ja. Ja, irgendwo muss er ja sein, der Arsch. Au, das war äußerst klug.
ist mir auch aufgefallen. Da kann ich doch gleich mal eine Bandage nehmen. Ah, eine Millisekunde zu früh geklickt. Oh. Oh, das kommt gut jetzt. Ich glaube, wir sind hier richtig. Immer schön die hinteren anvisieren. Ich muss gerade mal erstmal zu dir kommen. Es war knapp, mein Freund. Da hast du noch rechtzeitig abgedreht. Mir aufgefallen. So. Alter, der Bogen ist schon. Sag's doch. Ja. Ist voll also gut. Also tausendmal besser wie die Waffen. Oh. Nee. Alter, was liegt denn hier alles? Genau. So. Ich hab, glaube ich, bin mir gerade nicht sicher, ob ich den Schlüssel eingesteckt habe. Da war so viel Zeugs dabei. Keine Ahnung. Sicherheitsschlüssel, ja, ich hab ihn. Gut, dann gehen wir nochmal runter zum Bunker. Jawohl. So, dann machst du quasi auf und ich visier da schon mal rein. Weil ja. Da ist ja ein bisschen was. Und dann gehst du einfach mal ein Stück zur Seite. Esam, öffne dich. Hallo. So, da ist noch einer. So. Da macht er die Tür wieder zu. So ein einfach Schwein. Nur, weil ich es kann. Bis unten, dann gehe ich schon mal ein Stockwerk höher. Mhm. Ah, schön hier immer diese pinke oder rosa Toilettenpapier. Das ist immer ein Highlight. So, zwei Sachen habe ich schon. Mhm. Noch mehr Stahlbolzen, Aluminiumplatten, aber hier hat es, glaube ich, noch mehr. Da steht da voll was die Essensdosen rum und ich kann sie wieder nicht mitnehmen. Mann. Was denn? Ach, ein Reifen. Noch mehr Stahlbolzen. Also sehr schön. Wir kriegen. Das ist cool. Wir kriegen hier mehr, als wir brauchen. Das ist echt cool. Aluminiumplatten. Hast du einen Schraubendreher dabei? Schraubendreher, ich glaube. Du hast ihn dabei? Oh, sehr schön. Ja, einmal mit Profis, Mann. Ja, ja. Und war was drin, wenigstens? Ja, Holzbrett und so. Ein paar Kleinkram halt. Ja, würde ich sagen, kann man hier rausgehen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Gut, dann Zirkumflex bitte. Einbruchsprofi, jawohl. Jetzt kriegt ja auch noch Einbruchsprofi, ich glaub's ja nicht. So, dann quatsch mal den lieben Korweg nochmal an. Will you look at that? You found so much stuff, you could open a store. Genau. I mean, we're partners. You weren't planning on selling some of it, were you? There is a lot of suspicion going around these days. You'll see. Okay. Oh Mann. Was ich dazu sagen muss, in der letzten Aufnahme hat Korvac was erzählt von irgendwelchen Leuten im Norden. Jetzt frage ich mich, ob das hier die Karte hier betrifft, weißt? Das kann sein. Weil da oben, laut meiner Karte, waren wir ganz oben im Norden noch nicht. Das stimmt. So, ich mache jetzt hier erstmal meine letzten Verbände da jetzt noch. Das habe ich mal wieder 6 Stück. So geht das doch. Jetzt habe ich ja auch Zugriff auf die genau. Kiste, oder? Ja, warte. Ja. Ah. Erstmal wieder da oben reinrennen. Da könnte wieder eine Wasserflasche stehen. So, na, aber sicher, da steht da eine Wasserflasche. Ja, man muss das hier jedes Mal, wenn man hier mit einer Mission fertig ist, immer schön uploaden. Ja, theoretisch müssten wir jetzt auch wieder zur Hütte gehen, ne? Theoretisch müssten wir jetzt auch wieder zur Hütte gehen. Ich meine, wir wollten ja eh mal gucken, was wir da oben im Norden haben. Dann können wir das ja parallel mitmachen. Warum kann ich das jetzt nicht? Ah, da. So. Ja, aber ich muss es jetzt trotzdem erstmal in der Hütte leer machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir danach einfach mal nochmal nach oben. So, jetzt pass mal auf. Guck mal, ob da was geht. Ja, wir können ein Chemielabor bauen. Jawohl, was können wir damit machen? Laut Beschreibung, Werkstatt, in der du mit einer kleinen Chemiebaukasten spielen und Pulver und Tränke herstellen kannst. Alter, ich sehe da unten gerade ein Reh. Dann töte es.
Experimentiere aber nicht mit Dingen, nein, die dich rosa-rote Elefanten sehen lassen. Warum töte ich denn das Vieh mit einem Schuss nicht? Als nächstes Mal musst du damit dazukommen. Ja, ich weiß, das ist kacke. Aber wir können jetzt, wie gesagt, ein Chemielabor bauen. Auf jeden Fall Pulver können wir machen. Pulver heißt wieder Munition. Gut, ich bin jetzt auf den Bogen umgestiegen, aber naja, ich baue es mal, ja? Ja. Wir brauchen sie, aber denk dran, baue es mit genug Platz, bitte. Ja. Guck mal, wo wir hier denn genug Platz haben. Hier bei der Küche vielleicht. Ah, dann nee, da geht's wieder hoch. Oh, doch hier hinten im schönen Eck. Ich glaube, das sieht doch ganz gut aus hier. Gucken wir mal. Oh, das ist aber riesig. So, was haben wir denn hier? Ach so, genau, das war doch dieser komische Zubehörladen hier. Oder so vielleicht. Jetzt stehe ich nur scheiße. Ja, das Chemielabor ist ganz schön groß. Das dachte ich mir fast. Ah, eine nekrotisierte Schildkröten-Gallenblase. Ja. Hast du gefunden oder kannst du? Nee, bauen? Es ist hier. Das ist scheiße. Die ganzen Bäume sind im Weg. Das ist der Rotz. Hier vielleicht. Ah, dann steht's halt mitten hier im Weg. Ah, siehst du, das wollte ich doch mal machen. Und jetzt können wir das doch mal aufleveln, noch auf Stufe 5. Genau. So, und jetzt wollte ich doch endlich mal dieses Modul für den Bogen machen. Zeit für präzise Zielerfassung. Ich setze es jetzt hier hin. Ich hoffe, ihr seid alle damit einverstanden. Das, aber ich wüsste nicht, weiß wie ich sonst nicht hinkrieg, weil das Ding ist... Baus aber bitte vom Platz her richtig, ne? So, ja, Treppe mal halt so, ne? Wie konnte ich denn jetzt hier... Ich konnte doch da auch irgendwie Module jetzt draufklatschen. Anpassungsinterface. So. Genau. So. So, ich hab's auch gleich mal auf Stufe 4 gebracht. Schwarzpulver. Wir brauchen Kohlebrocken. Die kriegen wir in diesen Güterwaggons, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und Salpeter. Und Salpeter, toll, da hatten wir so viel, ey. Bin ein Hobbyhandwerker. Cool. Lebender Trank. Wow, also das macht sich mal definitiv bemerkbar. Was denn? Anvisieren? Ja, also dieses Bogending musst du dir ganz dringend holen. Kannst du zwei machen? Stimmt. Mal leichter Verband, das ist ja das, was wir auch können, ne? So, Heilpflanzer. Ja, schade. Flexibler Schlauch fehlt uns. Wow. Also das merkst du schon extrem gerade. Okay. Sau gut. Ja komm, dann mach ich dir noch eins. Also ich hoffe, dass ich noch eins machen kann, sagen wir es mal so. Ja, wenn nicht vielleicht. Also ich finde das. Jawohl. Das Chemie-Ding finde ich jetzt nicht schlecht erstmal. Ich meine, Schwarzpulver, leichte Verbände. Der belebende Trank scheint interessant zu sein. Wirkungsdauer 10. Wiederbelebung 50. Ich weiß jetzt nicht genau, was Wiederbelebung 50 sein soll. Ob wir da jetzt 50 Leben kriegen? Das ist eine sehr gute Frage. Weil beim Verband steht Gesundheit dran. Und beim Ding Wiederbelebung. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke vielleicht, dass man auch durch das Chemielabor, wenn es hoch genug ist, bessere Verbände machen kann. Da. An Doskas weitergeben. Ja. Hier. Hast du ein Bogenvisier? Wie funktioniert das? Du gehst auf deine Waffe, gehst auf deinen Bogen. Und dann gehst du hinten auf diese drei Striche da und dann hast du Anpassungsinterface zur Verbesserung der Waffe mit Hilfe von Modulen. Ja. Und da hast du oben rechts, kannst du das Bogenvisier jetzt reinpacken. Okay, und das kommt auf welches Slot? Wobei, dann könnten wir ja gerade mal überlegen, weil das noch ein bisschen höher drücken gerade. Das heißt, Handwerk. Bestätigen. Wo war denn die Holzbretter machen? Ja, dafür brauchen wir aber eine Säge. Haben wir keine Säge? Ach, war in der Kiste drin. Genau, war in der Kiste drin. Ja. Dreck. Haben wir keine Säge? Wobei, warte mal. Ich konnte Bretter machen. Habe ich eine Säge im Inventar? Das würde ich jetzt dann einfach mal so sagen, wenn das so ist. So. Also ich konnte Bretter machen. Ja, ich habe eine Säge. Also du brauchst Bretter? Ja, mach doch einfach mal welche. Ja, mach ich. Holzbrett. So. Ich brauche nur einen Hammer, wenn dann da dabei. Muss ja immer gucken, dass man hier auch nicht zu viel hat.
Und? Bretter sind jetzt da. Ja? Ja, ja, ja. Alles drin. Ist alles gut. Drin. Hm, aber nur eins, ne? Nee. Ach, oh, Entschuldigung, warte. Ich hab's im Inventar noch. So, jetzt sind sie auch da. Weil dann drücke ich das Zubehörteil nämlich gerade mal hoch, hier bis zur nächsten Stufe. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier vielleicht noch an Modulen machen können, vielleicht gescheiter. So, da hätten wir das Bogenvisier, Verstärkung für Karabiner. Guck mal eben mit rein. Hm, schade. Coole. Dafür bräuchten wir dann eine zerbrochene Brille. Ich habe eine zerbrochene Brille was gehabt. Kommt am häufigsten vor in der Quest der Panikraum. Oh. Ja, da waren wir ja gerade. Was will der jetzt von mir? Die zerbrochene Brille hatte ich. Warum ich sie jetzt nicht mehr habe, verstehe ich nicht. Ich hatte. Hast du. Achso, du hast. Ja, gut, das Bogenvisier hast du ja gerade gebastelt. Genau. Deswegen hat es keine zerbrochene Brille mehr. Du hast meine schon verarbeitet. Richtig. Ich frage jetzt, ob es sich noch großartig lohnt, da jetzt eventuell noch Punkte reinzustecken. Also in den Modulen anscheinend nicht. Ich sehe gerade, ab Stufe 10 können wir einen verstärkten Rucksack bauen. Erhöht dann? Dafür brauchen wir Tierhaut und Stoffstücke und sowas. Die Belastungsgrenze wird dann erhöht. Ah, Belastungsbonus 90, okay. Genau. Oh, was ist das? Ja, aber ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal so. So, und dann gehe ich jetzt nochmal kurz an die Küche hier. Ja gut, durch das Anvisieren des Bogens ist es natürlich für uns auch möglicher, schneller auf Tiere anzuvisieren, ne? Ja, also ich könnte jetzt hier mal noch zwei weiße Tees kochen gerade. Dann tu das. Weil die Grieben geben 100 Durst. Weil wir haben ja wieder zwei Wasserflaschen. Ich farm hier gerade noch eben ein paar Zombies ab und guck mal, was wir auf unserer kleinen Insel haben. Dann gucke ich jetzt aber für meine Zuschauer jetzt gerade nochmal rein, hier in das Chemielabor. Jawohl. Also, coole Sache erstmal. Konntest leider nur auf Stufe 4 upgraden, mehr ging nicht. Kann es sein, dass es vom Rezept auch ein bisschen sparsamer ist mit dem leichten Verband, dass du da nur ein Stoffstück für brauchst? Brauchst du nur ein Stoffstück? Ja. Weil wir brauchen zwei beim Herstellen. Genau. Hier brauchst du nur Scheiße. Eins. Gut, dass wir das erst, dass uns das erst auffällt, nachdem man Verbände macht. Ja, gut. Ja, und dann müssen wir halt mal gucken, was es da so bringt. Also ich meine, ich denke halt auch die ganzen Boni-Dinger da. Was? Ultra-Präzisionstrank und so. Zeit für präzise Zielerfassung, minus 50%. Wenn unser Camp auf Stufe 11 ist, können wir eine nette Falle bauen namens rotierenden Arm. Mhm. Die Beschreibung finde ich ganz witzig. Gut, um Infizierte zu eliminieren. Im Handumdrehen. Oh Mann. So. Ah, ich find's klasse. Dann würde ich sagen, lieber Doskas, sind wir am Ende einer Folge angekommen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, lasst uns einen Daumen oben da, packt uns in die Kommentare. Schaut bei dem anderen mal auf dem Kanal vorbei. Oder schaut auch einfach mal auf unseren Social-Media-Seiten vorbei. Twitter, Facebook. Na, da bleibt ihr mal auf dem Laufenden, was so abgeht bei uns. Genau. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao.